Howdy, heute mit dem Film Insomnia, Schlaflos mit dem Teufel, Popeye und dem Million Dollar Baby. Regie führt Christopher Nolan, bekannt durch die Batman-Trilogie mit Christian Bale. Und die Musik ist von David Julian. Und als kleine Besonderheit bei den ausführenden Produzenten ist George Clooney dabei, bekannt durch die Ocean-Trilogie. Pacino und sein Partner reisen nach Alaska, direkt im Sommer, wo die Sonne niemals untergeht, versuchen da einen Killer zu verhaften. Als sie versuchen, eine Falle zu stellen, erschießt aus Versehen Pacino sein Partner, weil er konnte durch den Nebel nichts sehen. Das Ganze schiebt er auf den Mörder. Von da an beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel und das Million-Dollar-Baby stellt Nachforschungen an. Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber ich habe ein bisschen was anderes vom Film erwartet. Nämlich so richtig Psycho war der Film für mich jetzt nicht. Aber im Laufe des Films sieht man, wie sehr Al Pacino kaputt aussieht, weil er einfach keine Mütze schlaft. Kommt. Das hier ist übrigens mein erster Film mit Robbie Williams. Davor habe ich noch niemals einen Film mit ihm geguckt. Obwohl ich aber eigentlich Interesse an dem Schauspieler habe. Also ich würde mir mal gerne Hook oder Jumanji mit ihm angucken wollen. Edition könnte besser sein. Handlung gut, Darstellung auch gut, Musik in Ordnung. Mein Fazit, den kann man sich mal ansehen, aber er ist nichts Besonderes. So, das war's auch mit der Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gute Nacht.